Ende der Feuerstelle kein Übungsgelände betreten verboten. Auf was wir uns da wieder einlassen. Oha! Das ist ja richtig Horror hier. Jetzt sagen sie wieder alle im Live-Chat, oh, hier mit dem Horror immer, aber guck doch mal. Nee, hey, Freunde, ist doch nicht euer Ernst. Oh, guck dir das mal an. Wer hat denn hier gebadet? Herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place Video von uns. Im Hintergrund könnt ihr schon sehen. Eingewachsenes Haus. Eingewachsenes Haus, verlassen. Groß, ne? Wie wir es auf den ersten Blick gesehen haben. Auf den ersten Blick, ja. Wir schauen uns das Ganze mit euch zusammen mal an. Also heißt es wie immer einfach. Kommt einfach mal mit. So Philipp, dann wollen wir mal gucken, ne, was auf uns zukommt. Guck mal, das Schild da. Das müssen wir auch hier noch abfüllen. Oh ja. Aber heute mal ein bisschen andere Kluft. Ja, was die Arbeitssache nicht. Ich konnte mich nicht vorbereiten. Es war eine spontane Aktion. Aber in der Not frisst der Teufel viel. Aber du siehst modisch schick aus, also es ist. Aber die Frauenherzen werden dir zu Füßen liegen. Passt auf. So. Was geht denn mit der Sicherheit vor? Jetzt könnt ihr mal ein Schild hier lesen. Das ist auch nämlich sehr skurril, wenn ich euch nicht hier mit der Sonne blende. Also. Sehen Sie ja, dass wir in England sind, wa? Halt, Ende der Feuerstelle, kein Übungsgelände betreten, verboten. Auf was wir uns da wieder einlassen. Hast du deine Actioncam an? Mache ich gerade. So, dann mal rüber. Es kommt gerade kein Auto. So, hier ist das interessante Objekt. Das sieht schon mal sehr. Oh, der Eingang ist komplett verwachsen. Guck mal, das mag ich ja schon wieder. Ich habe schon die Gardinen oben gesehen. Oha. So, ihr könnt sehen. Komplett zugewachsen. Mega. Namensschild ist noch dran? Nein, voll Spaß. Ob da ein reinkommen ist? Wir werden es sehen. Wie wir auch beobachtet werden, ne? Ja. Gut, wir sind direkt an der Straße. Wir werden mal nicht so viel Aufsehen erregen und mal uns aufs Gehöft begeben. Obwohl es uns ja eigentlich relativ... Das muss aber mal der Eingang gewesen sein hier, ne? Ja. Heftig. Guck mal an, wie schön. Geht jetzt nicht alle auf, aber ich frage mich nicht, was für ein Ast für ein Baum ist. Für ein Ast. Oh! Herzlich willkommen! Guck dir das an. Und die Türen sind auf. Ja, meine Kopflampe hätte ich auch mal aufsetzen sollen. Komm mal rein in die Stallung. Wir machen uns mal ein bisschen. Kannst du Tür zumachen? Wir kommen hier komplett durch. Ja, wie soll ich von außen die Tür zumachen? Okay, hier sind wir. Oha. Aber richtig schön heftigen Dachboden wieder. Fangen wir von vorne an oder von hinten? Wie von vorne? Nein. Die ersten zwei Kammern. Aber selbstverständlich, die nehmen wir mit. Guck mal, wie urig das aussieht. Heftig. Was steht hier oben? Ode? Genau. Hier steht mal eine Futterschale für Vögel oder so, ne? Von früher. Weiß nicht. Sieht man? Ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Also, ich hab das auch noch nie gesehen. Ich hab gedacht, dass wir... Das ist noch nicht die Wohnung. Aber muss ja irgendwas gewesen sein. Ja, die Wohnung kommt nebenan. Ja, hier waren Werkstatträume wohl. Ich habe schon wieder Spinnenweben. Guckt euch mal hier die Gardinen an. Heftig, ne? Oh, ich habe überall Spinnenweben im Gesicht. Danke. Ja, bitte. Warte mal, wir gucken mal. D-Mark-Zeit. Haben wir sonst auch nicht geguckt.
Euro. Ja, Euro gibt es ja auch schon. 2002. 30 Jahre. Ja, na, Halleluja. Aber in 20 Nicht Jahren, Juli, da haben wir schon 20 Jahre schon anders erlebt. Oh, hier muss ich aber in meinem Mund führen. Ja, Tiere bestimmt, ne? Weil sind Mulden, ne? Ja, Katzen und so, denke ich auch mal. Oh, hier könnt ihr mal... Läuft die Strom? Nee. Also, halt sieht er noch gar nicht aus. Naja. Wo verstaubt man nicht ist. Guck mal, Wohnhaus, Kraft im Haus. Also, wir kommen noch in ein Wohnhaus. Verteilung, Gang zum Schweinehaus. Also, wir haben das Geheimnis noch nicht gelüftet, aber es war ein Schweinestall, also ein Viehstall mit einem Wohnhaus. Sieht schon mal. Oh, hier, da oben, Philipp, da musst du jetzt reinklettern. Es tut mir leid. Nein, natürlich nicht. Das ist nur ein Raum. Das ist kein Raum, Schatzi. Guck mal, aber hier sind sie schon gewesen. Siehst du das? Ja, aber wo willst du hier rein? Was ist denn das? Was haben die hier gemacht? Das ist eine, ach so. Eine Kammer. Ach so. Ja. Also. Aber Kraftstrom hatten sie hier schon. Guck mal, das Tor an. Von außen früh und innen hui. Oh, von außen sieht's, von innen sieht es neu aus, ne? Ja. Aber Scheiben auch schon zerdeppert, hier haben sie schon wieder Vandalismus aber pur gemacht. Guck mal, die alte Gießkanne. Nee, was, die ist gar nicht alt, aber die ist richtig eingestaubt. Also. Ist noch Wasser drin? Oh, ey. Das ist kein Wasser. Diesel. Diesel? Stell mal wieder zurück, vernünftig. Oh, puh, Tatsache. Wer macht denn sowas? Gute Frage, nächste Frage. Oh, Alter, das sieht ab. Das sieht doch wieder. Das sieht schon wieder geil aus, ne? Oh, aber wir müssen hier aufpassen. Ich komme schon wieder. Ja. Obwohl, guck mal, das ist eine Zwischendecke. Ja. So. Naja. Ah, Philipp wollte modisch trendy sein, das hat er jetzt davon. Nein, es war wirklich, wir waren wirklich nicht vorbereitet. Auch wenn ich hatte die Klamotten im Auto. Er hatte sie dabei. Ich hatte sie dabei. Was ist denn das für ein technisches Gerät hier? Wasserdruck. Eine Wasserleitung hinter. Ach so? Da haben sie mal frisches Wasser gekriegt. Stimmt. Alle waren? Das ist auch ein cooles System, ne? Ja. Ach, hier ist auch noch so eine Klappe, guck mal. Ja, geil. Aber funktioniert dann. Krass. Ich hoffe, ist es nachher noch hell genug, damit ich mal Drohnenaufnahmen machen kann. Weil das ist wirklich ein... Boah, Freunde. Hier, die Waschküche. Ja, so hatten wir schon mal so im Haus, ne? Ja. So ein Waschkessel. Mhm. Pass auf, fall da hinten nicht ins Loch hin. Oh, das ist aber... Könnt ihr mal wieder sehen. Oh, Wasser. Wie lang das schon wieder. Also der Meeresspiegel, also hier was ist das Grundwasser, ist nicht tief. Meeresspiegel. Ja, ich hatte mich schon. Er kommt halt von der Küste. Oha. Oha. Schick, schick. Das ist ja richtig Horror hier. Aber die Tür. Jetzt sagen sie wieder alle im Live-Chat, oh Jürgen mit dem Horror immer, aber guck doch mal. Was ist denn hier? Warum ist hier? Heftiges Teil. So, was haben wir denn hier? Ein Bad? Oh, stinkt das hier? Nee, ich hab außerdem umziehen lassen. Guck mal, hier ist ein Plumpsklo. Ja. Wirklich, das ist ein Plumpsklo. Mit einem Fenster. Ja, immerhin. Aber früher haben wir ein Fenster gehabt. Oh nee, Freunde, ist doch nicht euer Ernst. Oh, guck dir das mal an. Wer hat denn hier gebadet? Kennst du die noch? Die Wärmestrahler? Ja, die haben richtig Strom gefressen, ne? Ja, gibt's aber heute für Big Bis auch noch. Wie du überwindest, ist aber auch ganz. Ja. Alter Schwede. Oh. Ist das ein Schlüpfer? Das erinnert mich so an Armin, wie heißt der? Der Kannibale Armin Maivis? Oh nee, Philipp, das ist nicht dein Ernst, ne? Das ist ja richtig. Mit Spitze! Das ist ja richtig gruselig. Deine Lampe ist immer in der Kamera. Genau. Mit Spitze! Super. Ja, interessante Location. Freunde, aber pass auf, Philipp, hier ist auch ein Loch. Ja.
Das ist bestimmt der Meeresspiegel. Alter, auch da oben, ne? Was ist denn nicht der Meeresspiegel? Da habe ich mir jetzt einen Abstand. Oh, was ist das denn? Krass. Hier feiern die Jugendlichen doch, oder was? Guck dir das an. Naja, die sind aber auch schon ganz schön eingestaubt, oder? Aber 1,50, 3, 4,50. Philipp ist schon wieder am Gänzchen. Er ist unglaublich, der Bengel. Aber hier. Später, nicht jetzt. Oh, aber das ist wohl Angebot. Wo ist die angebaut? Feiern die wirklich hier noch? Hier, guck mal, Bassrolle. Vom Blaupunkt. Die feiern hier. Oder was? Die haben doch keinen Strom hier. Doch, guck mal, da ist eingesteckt. Hä? Was ist da hinten noch? Ja, das weißt du, was ich vorhin gesehen habe. Oh, Kinder, jetzt müssen wir ja. Nee. Oh. Quatsch. Doch, guck dir das an. Alter, krass. Ein armiger Bandit, den machen wir doch einfach. Und es geht doch. Alter, der ist ja heftig. Ey, ich hab gewonnen. Ach so, du hast doch noch gewonnen? Ja. Ich bin gerade so begeistert, jetzt ich jetzt erst. Dreimal war. Oh, ey. Da ist ein... Ja, entweder... Entweder haben hier welche... aber das ist doch zu dreckig. Aber warum ist denn hier Strom? Und guck mal. Was haben die denn hier angeklemmt? Ja, ich muss mal die Kamera in die andere Hand nehmen. Strom geht rüber. Die haben von hier Strom abgezogen, ne? Ja. Oh, wir hätten das ja auch professioneller machen können, ne? Oh, ist alles ist noch vollständig, das Ding? Heftig, Freunde. Das ist ja geil. Der Fetz hat was. So, komm, da guck mal, da liegt noch eine... Oh. Oha. Oder war das von den Kleinen? Ist hier eine Gaststätte dran oder was? Was ist denn das für ein Schnaps? Den kenne ich ja gar nicht. Weizenkorn. Weizenkorn? 32 Volt. Strohmann. Strohmann, ja. Aber das ist doch schon wieder ein absolut kurioser Fund, oder? Ich werde dir das noch vorstellen. Nö. Nee. Nee, ist leer. Das merke ich schon. Hast du recht. Finden wir noch. Aber jetzt kommen wir hier. Pass auf. Das ist ein Bauwagen. Zwei Stück. Ja, die haben hier wirklich. Ey, das ist wirklich eine Kneipe gewesen. Was? Das ist ein ehemaliges Gasthaus oder was? Aber ich finde es gut, dass ihr den Kicker kaputt geschlagen. Ja, warte mal. Wir sind noch nicht drin gewesen. Nee, aber die haben sich das hier vor ein paar Jahren noch mal richtig gemütlich gemacht. Könnt ihr das sehen? Sogar mit Dixi-Klo. Umgekehrt. Hier hinter. Ist doch kein Dixi-Klo, doch ein altes. Ja, sieht aus wie ein WC. Aber warum ist das Erdinger-Schild denn hier hinten? Das ergibt vielleicht doch gar konntest keinen du früher von oder da war hier eine. Ach so, ja. Wo zugebucht hat. Ach so. Vielleicht. Ja. Weil die Böken sind auch nicht so alt. Stimmt, die sind noch ziemlich jung. So, komm, dann gehen wir mal einen Kegel angucken. Hat dich was gebissen? Wehgetan. Wobei? Bei der Aufregung, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ist egal. Sind wir eigentlich schon im Wohnhaus gewesen? Boah. Oder kommen wir da noch hin? Guck doch mal, wie verwuchert das alles ist. Guck hier, mal, ne? Das ist doch mal Lost Place. Geil, Alter. Das ist richtig Hammer. Oh, zwei Wohnwagen in einem. Guck dir das an. Ich werd bescheuert. Und wir haben... Mit Ball. Hier ist ein Ball drinnen, Freundchen. Ja, los. Oh! Bierrunde! Können Sie mal bitte nicht so laut sein hier auf dem Lost Place? Also ehrlich. Ey, aber... Ne, die haben hier gefeiert. Ja, aber es müssen vernünftige Leute gewesen sein. Diesmal muss ich ganz ehrlich mal das Wort im Munde nehmen. Die haben sich das hier richtig... Die haben sich gedacht, bevor wir das alles zerstören, hauen wir uns das richtig schön. Hier mit Boxen noch. Anlage. So, jetzt gucken wir. USB-Anlage. Ja, und irgendwann wird der Strom abgeschalten gewesen sein. Und dann haben sie, was ist das denn hier, noch ein Feuerwehrhelm?
Und dann haben sie sich gesagt, na, ohne Strom ist auch gut. Das ist ein alter Feuerwehr. Also ein richtig alter Feuerwehr, ne? Guck mich mal an. Ich wollte nie eine Feuerwehr, weil die saufen wieder alles zu viel. Ah, du kannst alles tragen, Philipp. Ja? Ja, alles. Ach, guck mal hier. Skat. Ja. Einen Augenblick noch. Fastfood-Restaurant. Ist doch unglaublich wieder, oder was ist das denn alles hier? Schön! Also wir freuen uns über sowas. Was ist das? Und geheizt haben sie auch, hier ist ein Ofen. Ja. 2018, Ablaufdatum. Was ist das? Ich weiß es nicht. Das sagt mir gar nichts. Akku-Check-Guide. Hm, habe ich auch noch nie gesehen. Ja, okay. Also dann bin ich ja mal gespannt aufs Wohnhaus. Oh. Aber du sagst, die sind ordentlich gewesen. Na gut, wieder ein paar Vandalen hier gewesen. Was ist O? Adolfs Klöten-Krüm. Achtung, Bierfalle. So, meine Taschenlampe verabschiedet sich gerade. Ich muss meine Kopflappe aufsetzen. Aber ich kann ja auch erstmal rausgehen. Oh, meine Taschenlampe wurde vergessen. Ah, das ist doch schon wieder. Unglaublich, ne? Hier, das ist geil. Das habe ich aber auch noch nicht gesehen. Doch, habe ich doch gerade gezeigt. Ach so. Ach so, mit Magneten. Ja. Ne? Das habe ich auch nicht kannst gesehen. Kannst du Kronkorken im Duft schmeißen? Kannst du die Bierdecke? 100 Punkte, geil. Aber dass hier der Kicker noch steht, das ist ja unglaublich, oder? Du? Den werde ich mal. Das ist doch nicht, also, schön. Vorsicht, Teenager in der Pubertät. Unzurechnungsfähigkeit kann alles, weiß alles, reizbar. Das ist auch ein cooles Schild. So, hier ist auch noch mal ein Blechschild. Trink, solange der bla bla, kann ich richtig lesen. Hier haben sie geheizt früher. Vorsicht, Teenager in der Pubertät. Unzurechnungsfähigkeit kann alles, weiß alles, reizbar. Kenne ich schon. Aber. Warst du, ne? Nee. Ich würde jetzt gerne mal ins Wohnhaus reinkommen, aber ich weiß nicht wie, Philipp, weil das Wohnhaus ist da. Ja. Gut, wir machen mal kurz einen Break und dann gucken wir mal, wie wir ins Wohnhaus reinkommen. So, sind wir wieder in den Stallungen und Eingang haben wir gefunden. Eingang haben wir, wollten uns eigentlich erst durchs Gebüsch klemmen, aber haben gedacht, nee, es geht doch leichter, erfahrungsmäßig, und es geht leichter, einfach durch die, wow. Guck mal, das ist die Eingangstür, die wir gesehen haben. Das sieht nicht aus wie eine Wohnungstür, ne? Das sieht aus wie eine Kneipentür, oder? Ja. Oder? Boah, aber wie hoch der Wasserstand. Großer Frost da noch. Das muss mal ja ein Gasthaus gewesen sein. Das ist die Eingangstür tatsächlich. Und die Kette ist verschlossen. Aber hier haben sie den ganzen Boden rausgenommen. Hier haben sie alles auseinandergenommen, ne? Ja, hier auch. Fußboden auseinandergenommen. Aber ist das denn auch fest? Weil da ist ein Keller. Ja, Philipp, wenn du. Das werden wir sehen, wenn du. Was hat er denn, wenn du durchfliegst? Guck mal, hier haben sie das Fenster gesichert. Funktioniert. Ja. Hat funktioniert. Uiuiuiui. Oha! Oha! Na, jetzt hältst du. Geil. Das ist alles Folie unter, ne? Ich weiß es nicht. Ach nee, das aber ist das ist. Ach, hier sind wir hier wieder. Achso, alles klar. Hier ist auch nur ein. Auch. Ist keine Wohnung? Nee. Dann war das eine Gaststätte. Oder irgendwie so ein Gasthaus, ne? Ja. Aber hier ist noch ist der Keller, mein Freund. Ja, oder Wasser. Habe ich vorhin gesehen. Guck mal an. Da liegt aber noch einiges drin, ne? Interessante Sachen. Und Schwimmgift, Badesachen, habe ich dabei. Badesachen hast du dabei. Guck mal, hier ist die Räucherkammer. Die hat sogar einen Räucherofen. Oder was war das? So, die Räucherkammer. Ja. Das ist ein Räucherofen, richtig. Also würde ich vermuten, ne?
Oder halt, ne doch, was soll das sonst? Das ist ein Räucherofen gewesen. Das ist eine Bratpfanne noch. Die muss aber Nummer, nicht Nummer 24, ja, wo gar nicht. Ach, vielleicht war das ein Spiel. Wie ein Spiel? Du musst Nummer 24 nehmen und auf den Kopf haben. Guck mal, Mausfalle, sollte ja eine aufmachen. Funktioniert noch. Ist das urig hier. Ja, Freunde, wir gehen nochmal raus. Ansonsten war es das, ein kurzes, kleines, schönes Lost Place Plätzchen. Wir lassen nochmal die Drohne starten. Wetter lädt ja dazu ein. Die Bilder liebt ihr ja auch immer. Ansonsten haben sie angefangen schon draußen zu roden. Ja. Boah, Alter. Das muss ja schon ewig leer stehen. Guck mal, die Gaube, wie die verschoben ist. Oh, guck mal, der muss ja gebrannt haben. Oh, das hat gebrannt irgendwie, ne? Oben der Dachstuhl. Der muss ja, guck mal hier. Das ist ja schon alles gebrannt. Alles schon. Aber von innen siehst du nichts. Von innen siehst du nichts, richtig. Oder der hat mal einen Flächenbrand hier gehabt, vorne. Vorderseite. Ja, das geht. Das glaube ich nämlich eher. Und da kommen wir wieder zu der gemütlichen Sitzecke. Aber hier muss doch noch einer fahren, oder was? Ja, da hinten ist ja auch noch Acker, der bewirtschaftet wird. Die fahren hier durch. So, jetzt konnt ihr das Objekt mal im Gesamten sehen. Geil. Ja. Dachboden hätte mich zwar noch interessiert, aber. Schade, kein Rauch. Es war keine Leiter da. Also die kleine Leiter hätte nicht gereicht. Gut, dann lassen wir nochmal die Drohne starten. Ja, klein, aber fein. Ne? Kurzes Video, aber ist sehr interessant gewesen. Sehr interessant gewesen. Viele Sachen. So, das war wieder ein spontanes Video von uns auf Lost Place Tour. Nee. Wir wollten ein Video machen, also kein spontanes Video, ein spontaner Fund. Ein spontaner Fund, na gut, so. So, besser mag hier keiner. Nein, schöner Fund, durch Zufall am Vorbeifahren, wirklich durch Zufall. Wir wussten nicht, dass hier was steht, gefunden. Viele interessante Sachen drin. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. GP Exploration. Genau. Ne, teilen, liken, abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Jirka und Philipp.